Yo Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zu einer neuen Runde Random. Bevor wir diese Folge beginnen, ein kleiner Hinweis, nicht wundern, ich bin nicht auf meinem eigenen Account eingeloggt, sondern habe jetzt endlich einen Presseaccount für WoT bekommen. Das PR-Department von Wargaming war da wirklich jetzt nett genug und ich freue mich wirklich, dass es geklappt hat, endlich mir einen Presseaccount zur Verfügung zu stellen. Ihr wisst selber, wie es ist, so ein 8er sich zu kaufen oder selbst 9er oder 10er Panzer, die ich selber nicht habe. Das sind alles Credits, dann brauchst du noch das Equipment dazu, dann brauchst du noch die Besatzungen dazu und das ist hier wirklich alles zur Verfügung gestellt und deshalb an der Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an den Joren, der mir da oder mit dem ich da im Kontakt stehe, der mir den Account zur Verfügung gestellt hat. Ja, und das gibt mir halt die Möglichkeit, euch auch Panzer zu zeigen, die ich selber nicht in der Garage habe und die halt ja so ein bisschen speziell sind und so ein bisschen speziellen Ruf genießen. Deshalb heute Runde Random im VK 4502A Tier 8. Deutscher Heavy Tank. Oder sollte ich sagen Medium Tank? Wissen wir noch nicht ganz genau, finden wir später heraus. Wie immer, ein Blick auf den Forschungsbaum hier. Ich denke, der VKA, der ja, genießt nicht wirklich einen guten Ruf und das auch ja, mit einem guten Grund. Nämlich liegt er in einer ziemlich, ja, weiß nicht, unbeliebten Reihe. Vielleicht nicht unbeliebt, aber eine Reihe, die nicht sehr populär ist. Ja, wenn man sich die Fahrzeuge hier dran anguckt, sowas wie Tiger P, Panzer 7, VKA, ja, die sieht man nicht wirklich häufig auf dem Schlachtfeld und das hat teilweise auch seine Gründe. Also auf Tier 5 hier so ein Panzer 4H, denke ich, sieht man ziemlich oft, ja, bekannt für seine Dörp-Kanone. Dann, wenn man sich tatsächlich entscheidet, diesen Weg weiterzugehen, über den VK 3001P hinweg zum Tiger P. Zum Tiger P muss gesagt sein, das Ding hat einen ziemlich schlechten Ruf, denke ich. Sehr langsam, DPM kann nicht wirklich was, voller Weak Spots, also wirklich der Panzer, ja, kann nicht wirklich sehr viel. Da ist sein Counterpart, der Tiger 1, deutlich besser oder hat deutlich mehr zu bieten. Deshalb denke ich, der Tiger P immer noch einer der unbeliebtesten Panzer, gerade auf Tier 7. Und dann geht's weiter zum VK, der dann ja, in den VKB führt, auf Tier 9 und letztendlich im Panzer 7 mündet. Zum Panzer 7 habe ich auch eine Runde random gemacht, wen das interessiert, gerne anschauen, aber ich denke generell sieht man sowas wie Tiger P, VKA oder hier den Panzer 7 wirklich nur sehr selten auf dem Schlachtfeld. Zumindest ist es meine Erfahrung. Ein anderer Grund, warum vielleicht der Tiger P ein bisschen unbeliebt ist, ist, dass man hier noch drei Fahrzeuge von grinden kann. Und zum Beispiel, wenn man hier zur Maus will, muss man den Tiger P nehmen und dann, um dann hier auf den VK zu grinden, da gibt es nicht noch hier irgendwie eine extra Abkürzung oder eine extra Weiche. Deshalb, ja, ein weiterer Grund, warum der Tiger P nicht ganz so beliebt ist. Ah gut, in dieser Folge soll es wirklich nur um diesen VK 4502A gehen. So nennt er sich. Meine Besatzung seht ihr hier drauf, ne? Ist natürlich geil auf so einem Presseaccount. Diese Besatzungsmitglieder haben wirklich jeden Skill geskillt, der möglich ist. Das heißt, das sind die maximalen Besatzungen, die tatsächlich möglich sind. Und ja, wir gehen jetzt davon mal aus, dass ich eine neue Besatzung anfangen müsste. Ich glaube, was ihr braucht, ist definitiv 6. Sinn. Dann sowas wie Repairs. Ja, es ist immer noch ein schwerer Panzer. Im Nahkampf kann schnell mal die Kette abgeschossen werden. Und ja, die eine Besatzung, die schnell repariert, die kann euch da wirklich das Leben deutlich angenehmer machen. Deshalb Repairs. Ich denke, Gunnling-Skills sind auch nie fehl am Platz. Und ja, ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, dann kann man auch sowas nehmen wie auf dem Fahrer hier, denke ich, sowas nehmen wie den Ramburg. Weil das Ding ist doch gar nicht ganz so langsam und die Frontpanzerung ist auch gar nicht so schlecht. Wird sich in manchen Fällen definitiv nützlich machen. Und dann halt sowas hier wie Offroad Driving oder dass ihr schneller wenden könnt oder so. Weiß ich nicht ganz genau. Und natürlich Bier, ja. Damit seid ihr nie schlecht beraten. Zum Panzer selber. Kleiner geschichtlicher Einblick. Das Ding war mal ein ziemliches Stück Scheiße. Ja, ich will hier wirklich gar kein Blatt vom Mund nehmen. Das Ding war richtig schlecht. Und hat Gott sei Dank ein bisschen Liebe von WG bekommen. Und ist jetzt in einem, naja, hat eigentlich zu Unrecht noch einen sehr schlechten Ruf, weil so schlecht ist der Panzer nun gar nicht mehr. Das Ding hat eine Upper Plate, der Tanks GG offen, von 150 mm, eine Lower Plate von 120 mm. Beides sehr in einem respektablen Winkel, wenn man sich das so anschaut. Das heißt, ihr habt eine frontale, effektive Panzerung an der Lower Plate von ca. 210 und an der Upper Plate von ca. 220. Wenn ihr das Ding leicht anstellt, so hier mit der Seitenpanzerung von 80 mm, müsst ihr euch auch nicht davor verstecken, dass sich vielleicht einer overmatcht, wird nicht passieren. Das heißt, man kann den Panzer relativ gut anstellen, wo natürlich
diese Werte nochmal deutlich effektiver werden, deutlich besser werden. Der Turm ist identisch mit dem Tiger 2 Turm, auch wenn es nicht exakt der identisch gleiche Turm ist, irgendwie die Werte sind da trotzdem gleich. 185 an der Turmfront und jeweils 80 an der Seite und hinten. Das heißt, Turm ein großer Schwachpunkt hier auf dem Panzer. Ihr wisst, beim Tiger 2, ich bin kein Fan von diesem Turm, weil euch auf Tier 8 ja alles mit ca. 200 Pen oder mehr, wenn sie euch wirklich mittig treffen, hauen die euch durch und sobald ihr ein bisschen der Turmseite zeigt, kann man hier schon easy durchschießen. Und natürlich das Turmdach mit 40 mm, die ganzen Russenkanonen 122 mm, overmatchen das einfach mal. Muss man sehr, sehr vorsichtig sein und versuchen, da einen Turm so gut wie möglich in Bewegung zu halten und da wirklich die Weak Spots so schwer wie möglich für den Gegner zu präsentieren. Noch ein kleiner Hinweis, ihr seht, der Panzer hat hier vorne so, oder das erste Kettenrad geht so ein Stück hoch und habt ihr hier hinter der Panzerungsplatte, diese Panzerungsplatte ist 20 mm, das heißt, steht ein VK jetzt so hier, da schießt ihm über das Kettenrad hier in diesen Bereich rein, 20 mm effektive Panzerung, das heißt, ihr werdet da mit allem möglichen pennen, einfach nur hier so rein, ist natürlich schwer zu treffen, aber ich denke, im Nahkampf ist es durchaus machbar, da einen Schuss zu versenken. Das ist ein garantierter Durchschlag. Geht auch teilweise frontal, ist der Weakspot zwar nicht ganz so groß, aber wie gesagt, 20 mm Panzerung, mehr verbirgt sich dahinter nicht. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, das Ding hat 390 Meter Base-Sichtweite, ganz akzeptabel für ein 8er Heavy oder eigentlich relativ gut, ja, wenn man auf sowas guckt, wie einen IS-3, wo ist er? Immer ein guter Vergleich auf T8, er hat zum Beispiel 350. Ja, das heißt, der VK hat da durchaus auch Fähigkeiten oder Möglichkeiten zu spotten. Was uns natürlich zum nächsten Punkt bringt, ist das Ding jetzt so ein richtiger Heavy oder ist es teilweise ein Medium? Man muss sagen, der Topspeed von... Warte, wo haben wir es? Mobility. Topspeed von 38 ist vielleicht nicht wirklich ganz Mean Medium, aber dann haben wir hier Specific Power von 15, was überhaupt nicht schlecht ist, und teilweise sehr gute Bodenwiderstandswerte. Das Ding ist wirklich richtig flott unterwegs. Auf dem Geraden, ihr beschleunigt instant auf ca. 35 und ihr könnt da wirklich richtig gut mit Mediums mitziehen. Die Panzerung ist nicht ganz so geil wie beim Tiger 2, muss man sagen, wo man vielleicht jetzt nicht so oder nicht so effektiv ist, gerade gegen irgendwelche 8er Heavys, 9er Heavys, aber vielleicht eher viel effektiver ist gegen Medium-Kanonen, die meistens nicht so viel Pen haben, wo man dann mit der Panzerung relativ gut arbeiten kann. Die Kanone, die das Ding hat, auch eine 10-5er wie beim Tiger 2. Ich glaube, der einzige Unterschied hier ist, dass sie ungenauer ist und dass sie weniger Pen hat. 200 Pen auf Tier 8 auf einem Heavy, nicht ganz so geil. Ja, 244 APCR-Pen, vielleicht auch nicht ganz so geil. Ein weiterer Grund dafür, warum man vielleicht lieber Mediums bekämpfen sollte als Heavys, weil gegen Heavys kann man mit dieser Pen wirklich schnell da an seine Grenzen kommen. Und gegen Mediums, die meistens leichter gepanzert sind, denke ich, habt ihr da bessere Karten. Ja, die Genauigkeit, untypisch für deutsche Fahrzeuge. 37er, snipen wollte damit nicht wirklich, auf Entfernung nicht wirklich zuverlässig die Kanone. Ja, mein Equipment, ein Stabi, ganz Standard, ein Ansitzer, auch ganz Standard. Nun habt ihr die Wahl, wollt ihr hier vielleicht Optiken reinnehmen, statt der Lüftung, definitiv überlassen. Ich glaube, ich werde das jetzt mal mit der Lüftung, mit den Optiken fahren hier, nehmen die, oh shit, jetzt habe ich das falsch ausgebaut, nehme aber die Lüftung raus, genau so hier. Und dann seht ihr, ich komme auf eine Sichtweite von 463 Meter, was für ein 8er Heavy ja mal richtig eine Ansage ist. Und das selbst ohne Schokolade. Aber ihr müsst bedenken, ne? Die Crew hat natürlich Brothers in Arms, Waffenbrüder und beide Sichtweiten-Skills. Das heißt, das ist die maxed-out Sichtweite mit diesem Setup hier. Hab eine gehörige Menge APCR mit dabei. Das ist einfach nicht vermeidbar. Gerade mit dem Tier 8 Matchmaking. Ihr wisst es alle selber. Andauernd 9er und 10er, deshalb seid ihr einfach mal auf mehr Pen angewiesen und gerade mit 200 Pen steht ihr da im 10er Gefecht wirklich richtig, richtig schlecht da. Gut, dann gehen wir mal in die Runde mit dem guten Stück hier und schauen mal, was uns der Matchmaker ausspuckt. Oh, ho, 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 ho. Ja, das ist bestimmt ein bezahlter Account, da bin ich bestimmt immer nur Top-Tier. Bin den Panzer jetzt schon ein paar Runden gefahren hier auf dem Account, muss sagen, mir gefällt er wirklich gut. Als ich den damals gegrindet habe, bestimmt schon 4-5 Jahre her, da war das Ding halt wirklich richtig, richtig schlecht. Die Panzerung war nicht existierend, ja, du hattest vielleicht, weiß nicht, 180 mm effektive Frontalpanzerung, das heißt, ist gut wie jeder 7er und erst recht jeder 8er.
haben die einfach nur durchgeschossen, ohne Probleme. Das Ding war noch nicht wirklich, war dann noch nicht wirklich ganz so wendig und die Kanone hat auch noch nicht ganz so gut gehandelt. Aber ich freue mich wirklich, dass der WG nicht geschlafen hat und ihm jetzt mal hier so ein bisschen Liebe gezeigt hat. Und ja, das macht den Panzer jetzt wirklich durchaus spielbar. Sieht das Gunnerling wirklich top aus der Fahrt. Der Zielkreis geht kaum auf. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist, was ich angesprochen habe. Ihr seid instant auf den Topspeed beschleunigt. Ihr könnt da super, super wegziehen. Mit meinen Optiken werde ich versuchen, da zum Haus zu fahren. Hab gerade ein bisschen geträumt. Schon auf dem Weg in die Stadt. Und wir versuchen, die Leute, die in die Stadt fahren, aufzumachen. Ja, die haben 3-7er Heavys. Ich denke, die könnten durchaus in Richtung Stadt fahren. Vielleicht auch der Super Pershing oder hier ein paar Sechser. Werden wir sehen. Meine Sichtweite sollte ausreichen, um da den einen oder anderen eventuell zu spotten. Seht ihr auch berg hoch, ja, der Panzer lässt sich nicht lumpen. 25 Sachen hier. Nicht allzu schlecht. Sehr schön, er hat der FM20 jetzt gespottet. Okay, Critical Hit. Nicht das, was ich mir erwartet hatte, aber okay. Jawohl. Dafür gibt es gleich nochmal ein Feuer hinterher. FM20 kann ja natürlich richtig geil reinhalten. Oh. Genau, in dem Moment fährt er gegen den Stein. Okay, habe ich noch nicht aufgepasst. Aber gut, das gibt uns schon mal, oder das gibt uns schon mal den Vorteil, dass hier zwei 6er Heavys tot sind. Und auch wenn der Jagdpanther 2 jetzt aufgegangen ist in der Stadt, ich glaube, ich werde einfach nur ununterbrochen pushen hier. Unser T29 macht es vor, auch der VK. Ich denke, wir müssen hier einfach nur Stimmung machen. Und wirklich so aggressiv wie möglich spielen. Ja, gerade in diesem Matchmaking gegen 175 Pen seid ihr so ziemlich immun. Zumindest frontal. Ja, dieser kleine Weakspot ist zwar existierend, genauso wie das Turmdach. Aber wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt und die Weakspots nicht gerade präsentiert oder versucht, dann halt immer den Panzer in Bewegung zu halten, dann sollte das nicht zum größten Problem hier werden. So, mehr so aggressiv wie möglich versuchen zu pushen. Dem Jagdpanzer 2 ein bisschen aus dem Weg gehen, weil der schießt mir durch, als hätte ich natürlich keine Panzerung. Kette setzen den Kollegen. Bisschen anwinkeln und in Bewegung bleiben, ganz, ganz wichtig. Bin auf die obere Platte geschossen, da pennt er nix. Huch, was war mit dem Schuss passiert? Okay. Okay, jetzt habe ich nicht aufgepasst, ja, habe meine Seite zum ERS gezeigt. Aber gut, der Typ sollte jetzt rausgehen, steht hier auf Kette. Muss vorsichtig sein, der IS hat auch auf ABCR gewechselt, deshalb ganz entscheidend, wie ich jetzt meinen Panzer winkle. Okay, Jagdpanzer 2 hat gerade geschossen, das heißt, ich werde hier die Gunst der Stunde ausnutzen. Oder auch nicht. Ich wollte gerade rüberfahren, nehme mir das Wrack als Cover. Bin ich. Weil er hat verschossen. Und das gute Gunnling ermöglicht mir hier einen raschen Kill. Sehr schön. Und jetzt einfach nur aggressiv sein. Will den nicht blocken, damit die anderen auch drauf schießen können. Aber ihn davon abhalten, dass er nochmal schießen kann. Ein bisschen angestupst. Das macht es für ihn deutlich schwerer, seinen Schuss da effektiv rauszubringen. Und es ist schon 10 zu 2. Wahnsinnsrunde. Richtig, richtig schnell. Ich sehe gerade, ich muss gerade in den Einstellungen nochmal da im Log einstellen, wie viel Schaden ich hier mache. Genau, jetzt sieht man es auch. 2200 Schaden. Ist das Ganze in Ordnung auf Tier 8. Gegen die Su, ja. Auch 175 mm Pen muss ich nicht wirklich, vor der Su muss ich nicht wirklich Angst haben. So, die sind da drüben beschäftigt. Ja, ist einfach nur noch ein Cleanup. War eine sehr schnelle Runde. Aber das ist halt das meiste, die meisten Matches im 357 enden halt so, dass die Achter halt einfach nur irgendwo drüber bügeln. Alright, alright. Die Kanone ein bisschen zickig heute. Ja, aber seht, was ich meine. Das Ding relativ schnell, das Gunhandling ja fast schon medium-like. Also wirklich ziemlich rasch eingezielt. Genauigkeit auf mittlere Entfernung nicht wirklich ein Thema. Ihr habt es gegen die IS gesehen, ich konnte die Schüsse gut snappen.
Das geht wirklich hervorragend. Ja, gerade im Nahkampf überhaupt kein Thema. Oh, weiter geht's. Vielleicht auch mal in 9er Match oder ja, gleich ein 10er Match, okay. Um zu präsentieren, dass man da, oder um ein bisschen passiveres Gameplay zu präsentieren. Das war jetzt halt wirklich in your face, weil ich es mir leisten konnte. Aber hier kann ich mir kein in your face leisten, weil hier mir natürlich so gut wie alles durchhaut. Sieht auch ziemlich lustig aus, der Panzer. Ja, der Turm sitzt sehr weit vorne, was euch zum Beispiel das Pieken um Ecken angenehmer macht. Aber dafür halt auch im Sidescript ist der Panzer dann sehr, sehr limitiert, da ihr halt den Turm vorne sitzen habt. Ich schau gerade mal hinten die Ecke. Okay, das sind alles 80 mm. Ja, das ist aber auch Reverse Sidescreen wahrscheinlich nicht ganz so geil, weil das dann halt hier wie eine Schulterplatte wirkt und relativ leichter Weakspot wird. Oh gut, schauen wir mal. Seht auch wieder die Beschleunigung, die ich angesprochen habe. Ihr seid wirklich instant auf die 35 km/h beschleunigt und die Panzer oder die Geschwindigkeit kann der Panzer wirklich gut halten auf der Geraden. So, die Leute machen sich da hinten lang. Am Mountain Pass. Ich bin kein großer Fan von der Map, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat auch unter anderem damit zu tun, dass man halt von der Seite oder von der Seite die Gegnerseite ja, sofort komplett spotten kann. Egal, was drüben lang fährt. Jetzt Lights, sagen wir mal, ausgenommen. Man kriegt wirklich so gut wie alles auf. Deshalb wäre ich hier sozusagen dem Counter... den Primo Victoria so ein bisschen countern und von der sie den Counter bieten. Ich finde es gerade lustig, dass sie da so komplett offen steht, der Primo. Ihr seht, alles meine Spots da hinten. Gibt natürlich dem Team die Möglichkeit reinzuhalten und uns natürlich auch wichtige Info, was das Gegnerteam so macht. So, mit dem Jagdpanzer. Mit dem will ich mich nicht anlegen, ja. Egal, wo er mich trifft, er wird mich durchschlagen. Okay, oh, Panther 2 hat den Schuss abprallen lassen vom Jagdpanzer. Läuft bei dir. Oh, sorry, tut mir leid. Schießt da blind nach dem Kanonenjagdpanzer. 80 Spotting. So, kurz abwarten. Der Leitwild hier unten wird jetzt gleich von hinten wahrscheinlich beschossen, wenn er nicht richtig steht. Ja, Panther 2, das war zu viel des Guten. Ja, jetzt soll er vom Korea-Patten kassieren, der Lightweight. Ja, der Panzer steht immer noch da. Ja. Ja, ich wusste, dass er noch da steht, weil er den Panzer 2 Grad gekillt hat. Und so Blindshots, ja, die AP-Muni, die kostet nicht viel, deshalb sollte man sich nicht davor scheuen, einfach mal ein bisschen blind zu ballern. Oh, noch ein Nachzügler. Ja, siehst du. Ja, hat 6. Sinn, weiß das er offenbar. Schussfall durch eben auf Kette setzen. Dann passt es auch. Wo hat er mir jetzt durchgeschossen? Ihr seht frontal durch den Turm. Ja. Der Lightweight hat 215 Pen auf seiner Standard-AP, APCR. Wirklich kein Problem, da frontal durch den Turm zu schießen. Hat er gut gemacht. Unsere Leute pushen da durch. Ja, wir müssen jetzt. Die Mediums lassen sich entweder droppen oder werden da sterben. Ansonsten müssen wir das jetzt von hier hinten aus halten. Die TDs gehen schon in Position. Können uns vielleicht da ein, zwei Schüsse anbringen. Wenn man die Zeit hat, die Schüsse wirklich voll durchzielen, um auch sicher zu gehen, dass die Schüsse auch reingehen. So, da hast du mir nicht durchfoch. Ja, er macht das clever. Ich warte darauf, dass er seine Panzerung zu sehr anwinkelt. Ja, hat er gut gemacht. Ja, war ein kleines Lottospiel hier, aber Glück gehabt mit der Pen und mit der Genauigkeit. Und gegen den Jagdpanzer brauche ich jetzt wirklich nicht mit AP anfangen. 200 Pen, nicht ausreichend. Auch nicht für seinen Weakspot, was die Lower Plate ist, auf keinen Fall. Aber ich kann gut halten, ja, bin hier so ein bisschen zentraler Spotting-Punkt für die Leute da oben und für die Leute hinter mir. Ja, das ist in Ordnung. Das Team hat die Brücke gut gehalten und da unten... Die Leute souverän, ja. Zurückgetrieben. Das könnte ich sogar schon entgegenpushen, denke ich. Was natürlich sein kann, ist, dass das 430 da drüben noch steht. Genau da ist er. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Gut, dass ich gewartet habe. Dann können wir ran mit einem 430.
Pixel Lore Plate. Sehr schön. Ja, wenn die Genauigkeit mitspielt, wenn das RNG ja sagt, dann kann man solche Schüsse durchaus reinziehen. Der zielt auf mich. Conqueror, kickst du den Guard? Perfekt. Ja, ich will hier gar nicht laut irgendwie vorpushen. Ich halte einfach nur hier, dass die Leute hinter mir das machen. Dass die Big Boys das machen. Ja, Panzer hat. Ist okay, wenn ich einen einstecke. Ist in Ordnung. Weiß, dass ich nochmal schießen kann. Perfekt. Muss ich kurz nochmal den Advanced Dings einstellen. Das da. Jetzt sehe ich auch, für wie viel Schaden sie mich treffen und wer mich da trifft. Oh, okay. Mit AP die Lore Plate. Er setzt zu stark an seinen Sidescrape, da kann ich ihn durch die Seite schießen. Ah, das passt, wir haben hier die ganzen TDs, ne? Wir können das gut halten mit denen. Perfekt, Conqueror, wunderbar. Die Leute über den Gletscher sind jetzt schon da hinten dran. Drehst du nochmal deinen Turm? Zeigst mir deinen Lower Plate? Hätte ich jetzt APCR mit 4 Pin, sagen wir 300 plus, würde ich ihm einfach frontal auf den Turm draufhalten. Das hält der Turm definitiv nicht aus. Aber mit 244 Pin. Gar nicht so einfach. Ja, jetzt könnten wir hier unsere Eier in die Hand nehmen. Auch der Streuwagen da und wir könnten einfach gegenpushen. Jawohl, so. Genau so. Sie ist auch weggefahren. Ja, und das ist das, was ich am Anfang angesprochen habe. Ihr seid in den Halt-Tier-Gefechten wirklich einfach nur auf das ABC angewiesen. Okay, haltet rein, Leute. Perfekt, mein Spot. Wunderbar. Der will jetzt weiter zurückfahren. Sobald er weiter zurückfährt, ich mache ihn wieder auf. Sichtweite sollte hier alle mal ausreichen. Er wird jetzt halt natürlich die Basis verteidigen. Na, Conqueror, der steht noch dort. Da ist er. Jawohl. Ja, keine Chance. Na, schieß. Perfekt. Oh, der SCI ist bis zurückgefahren. Okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber okay, passt. Geht's wieder AP, um einfach nur Credits zu sparen. Werde ihn tracken und dann drum rumfahren. Den Schuss kann ich wegstecken. Ja, um mal dem Conqueror zu ermöglichen, hier einen Schuss auf ihn drauf zu geben. Okay, der Schuss ging leider in den Boden. Aber gegen uns beide hat eigentlich keine Chance der VKB. Muss ich halt jetzt zu irgendeinem drehen. Oh, das war schlecht, Conqueror. Ich habe auf dich gezählt, dass du den Schuss pennst. Okay, sich nicht auf die Teammates verlassen. Jetzt kriegt er den natürlich raus, aber hätte er den Schuss nicht versaut, hätte er mich da retten können. Na, schade. Haben unsere Leute hier gut gecarried, war schlussendlich auch noch der Ace-Tanker. Und ihr seht, selbst als Low-Tier, ja, selbst als Tier 8er im 10er-Match, kann man gerade durch Sichtweite sich wirklich noch sehr, sehr gut anstellen. Am Anfang ganzen Leute aufgemacht da drüben, dann ja in der Mitte des Spiels da auch von dem Busch aus noch ein bisschen gespottet, einfach nur die Unterstützungsrolle gespielt und dann zum Schluss zum Beispiel noch den IS-3 daran gehindert, dass er da resetten fahren konnte. Also wirklich... Ihr solltet so einen Achter nicht unterschätzen und halt wirklich nur versuchen, die Stärken auszunutzen. Spielen hier noch eine dritte Runde.
Hoffen wir mal, dass es genauso ein gutes Match wird, wie es gerade war. Sehr schöne 9er Runde, bisschen gemixt. Ja, Panzer, die mich pennen können, Panzer, die mich nicht pennen können. Jetzt habe ich halt die Wahl, fahre ich in die Stadt, fahre ich ins Dörfchen, ja, Stadt eher gegen die schweren Panzer kämpfen, Dörfchen eher gegen die Mediums kämpfen. Ich sehe aber hier gerade den Badget AP, der wird keine Schwächen haben, mich da easy rauszuklippen. Genauso T49 wird sehr unangenehm sein, deshalb denke ich, ich werde mich eher Richtung Stadt bewegen und versuchen da zu spielen. Ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch eure Gegner auszusuchen, dann solltet ihr das auch tun und da die angenehmeren Gegner wählen. In der Stadt kann ich dann ein bisschen safer spielen. Wird wahrscheinlich auch die Masse des Teams in die Stadt fahren. So ist es meistens auf der Map, meiner Erfahrung nach. Ja, die ganzen Lights und Mediums da. Wäre ich von der anderen Seite gespawnt, wäre das ein ganz anderes Ding gewesen. Da wäre ich wahrscheinlich eher ins Dörfchen gefahren, weil man da von der anderen Seite deutlich besser spielen kann. Ich mag die Seite ehrlich gesagt nicht so sehr. Werde jetzt hier warten, dass da die ersten Mediums Richtung Mitte pushen, dieser T43 zum Beispiel. Und da schon sofort einen Schuss austeilen. Genau so. Ja, jetzt bin ich offen, pieken will ich dann nicht nochmal. Ihr habt gesehen, wie viele Panzer da auf dem Feld aufgegangen sind. So, Emir, da ist er schon. Untere Wanne, kein Problem. Oh, M4, du musst vorsichtig sein, du. Optimistischer Schuss von mir gewesen. Emi gleich mal den WZ rausgeklippt. Okay, läuft bei ihm. Ja, ich denke, der Emi hat da schon gut uns einen Push vorbereitet. Fahre ich einfach mal mit. Ab rüber hier. Also dieser Cross hier ist immer ein bisschen riskant, aber da jetzt da nicht allzu viel auf dem Feld steht, was uns hier abnimmt, wirklich passt das. Ja, du mit deinem 200 HP, du fährst einfach rüber. Alles klar, M4. Alles klar. Okay, da steht ein Lö. Ich glaube, der hat das Spiel nicht ganz verstanden, der M4. Ah, okay. Ihr seht, obere Platte, überhaupt kein Problem für ihn. Ja, die ist halt auch nicht wirklich viel effektiver als, sag mir, 230. Und der Emil da mit seinen 200, weiß nicht, was hat er, 245 Pen oder so, hat er wirklich wenig Probleme durchzuschlagen. Muss hier auf den Uni aufpassen. Okay, minus 3. Meine Seitenpanzerung, der kann da drauf schießen, wie er will. 80 mm, die halten gut Stand. Ah ja, okay. Jetzt hat er mir durchs erste Kettenrad geschossen und halt hier diese schwache Panzerung durchschlagen. Ist aber jetzt im Reload. Das heißt, ich kann ihn wieder zurückfahren. Das war ein bisschen blöd von mir, dass ich davor gepusht bin. Oh Gott, jetzt steht der auch noch hier. Okay, das war zu offensiv von mir. Ich ganz ehrlich zugeben. Das tippt mir hier toll das Kettenrad. Gegen den Uni brauche ich, glaube ich, auch wieder APCR. Oder ich treffe den Weak Spot. Perfekt. Anlegen will ich mich mit dem Uni nicht wirklich. Mit seiner Derp-Scheiße da wirklich auf Panzerung. Oh shit, jetzt wird's eng. Schon auf Kette gestellt. Emi muss jetzt halt so schnell wie es geht durchladen. Er hat die Stockkanone. Aber er muss so schnell wie möglich durchladen. Weil so ist er einfach nur. Kann er einfach nur nicht effektiv sein. Du Emi, ich würde gern zurückfahren, wenn dir das passt. Lass mich mal vorbei. Jo. Ja, ihr seht, unsere Leute haben das Dörfchen eingenommen und jetzt können wir hier halt um die Ecke zurückfahren. Und safe fahren vom Löwen. Der Löwe traut sich, aber auch nicht wirklich. Ich mach das nochmal. Ich holze die Kette weg. Also, Repair Kit hat er gerade benutzt. Ja, Löwe. Ja. Ich glaube, der ging nicht in seine Kette. Ja, der ging über die Kette.
Oh, jetzt wird's brenzlig hier. Emil, mehr oder weniger gejolot hier. Oh, das ist eine knappe Kiste. Gewonnen ist das noch auf keinen Fall. Komme ich denn jetzt hier rüber? Ist die Frage. Wer wartet eigentlich nur drauf, dass ich hier um die Ecke fahre? Emil, er ist wieder am Reload. Okay, der Löwe hat sich weit zurückfallen lassen. Das werde ich ausnutzen. Erstmal ihn killen, wieder auf APCR umladen. Will ja wirklich sicher gehen, dass ich ihn da auch rauskriege, den Löwen jetzt hier mit dem Oh, fuck. Okay. Nicht schlecht gespielt. Trackshot war essentiell hier. Das wird mir jetzt die Möglichkeit geben, noch einen weiteren Schuss auf ihn rauszubringen. Wieder tracken, jetzt versuchen zu facehuggen. Panzerung winkeln. Ah, ihr seht's, ja. Der hat 232 Pen. Damit haut er mir halt auch ohne weitere Probleme durch die obere Wanne. Gut, damit habe ich nicht gerechnet. Hat er gut gemacht, der Badget-HP. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Rest des Teams hier macht. Ja, sie haben komplette Kontrolle übers Feld. Hätten schon längst da in die Base pushen können. Gegen Lights und zwei TDs sollten die kein Problem haben. Ja, gerade wenn man bedenkt, dass sie hier voll AP sind. Ja, jetzt YOLO der ganz alleine. Aber das hätten die zum Beispiel schon vor 3 Minuten machen können. Dann sieht das nämlich ganz, ganz anders aus. Hätten die den Leuten sogar schon in den Arsch schießen können. Also da hat das Team echt viel zu langsam reagiert. Wir müssen jetzt einfach nur versuchen, die TDs zu spotten. Ja, haben aus der Mitte genug Support. FCM steht immer noch in seinem Fenster. TKP, T54 können alle drauf schießen. TDs rausnehmen und dann können sie sogar cappen. Also dann sollte das durch sein. Aber gleichzeitig sollten sie auch versuchen, die Mitte zu covern. Den Emil zum Beispiel. Wie gesagt, das Team hätte deutlich, deutlich eher übers Feld pushen können. Hab das natürlich auch erwartet, ja. Sonst wäre ich gar nicht so aggressiv gewesen in der Stadt. Aber die haben sich da echt viel Zeit gelassen. Aber gut, waren gute Runden hier. Mein Resümee zum VK4502A. Genießt jetzt zurzeit zu Unrecht ein bisschen einen schlechten Ruf. Natürlich, ja, aus gutem Grund, da er einmal so schlecht war oder früher so schlecht war. Aber jetzt ist das Ding wirklich gar nicht mehr schlecht. Ist sehr speziell, ja, ist kein echter Heavy Tank. Das ist auch überhaupt kein echter Medium Tank. Also ist da wirklich so ein Zwischending. Und ja, erfordert halt so ein bisschen eigenen Spielstil, so ein bisschen Umdenken vom typischen Heavy Play, aber auch Umdenken vom typischen Medium Play. Also definitiv speziell. Wer Bock hat, denke ich, kann ich das Ding nur empfehlen. Ist nicht schlecht, wie ihr wahrscheinlich auch gesehen habt. Das war's für diese Runde Random. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns zur nächsten Runde. Bis dahin. Warte rein.